Mijn naam is Serve Hane en ik kom uit Nederland. Das ist jetzt der 7. Akkordeonale und wir haben dieses Jahr 34 Konzerte in Deutschland meistens, aber auch in Österreich und der Schweiz. Ich schicke immer die Stücke rum von den Musikern und von mir und entweder MP3 oder auch Noten. Und dann haben wir zwei Tage zum Proben und am zweiten Abend ist gleich Premiere. Das Besondere an der Akkordeonale ist, dass Musiker zusammenspielen, die sie gar nicht kennen. Und das Zweite ist, dass es das einzige tourende Akkordeonfestival der Welt ist, bis jetzt. Minun nimeni on Teija Niku ja tulen Helsingistä, Suomesta. Ja mä oon soittanut haitaria lapsesta asti ja aina kansanmusiikkia. Akkordeonaalikiertue on mahtava kokemus. Täällä on tosi positiivinen ilmapiiri ja yleisö on positiivista. Ja kaikki tulee hyvin toimeen. Meillä on mahtava porukka. Die Akkordeonale, da arbeite ich ein ganzes Jahr dran und versuche irgendwie alles zu regeln vorneweg, ob es jetzt Versicherungen, Flüge oder Partituren oder neue Musikstücke sind oder so. Und wenn dann am Ende alle da sind und wenn dann auch noch alles klappt auf der Bühne und untereinander und wenn das Publikum das Konzert toll findet, was eigentlich meistens so ist, dann bin ich ganz zufrieden, ja. Անունս Դավիթ Ենգիբարյանն է։ Եկել եմ Երևանից։ Մեծամասնությունը ինչ որ ես նվագում եմ, դա իմ երաժշտությունն է, որը կապված է տարբեր իրավիճակներից դուրս եկած տարբեր ժողովրդական երաժշտությունների հետ խառնված մի ոչ, որը ես մինչև հիմա փորձում եմ զտել, որ դարձնել իմը։
So welcome to the very nice overnight hotel. I hope you enjoy your stay. We will leave in a quarter to four. So you have still, 1.5 hours, nearly a quarter to four. And they have nice showers. Yes. And every room has a balcony. Ich bin Christine und ich bin so das künstlerische Gewissen der Akkordeonale. Und auf der Tour mache ich das ganze Tourmanagement, Merchandise, also CD-Verkauf und nett mit den Leuten quatschen. Und ich bin auch sowas wie die Mama von Lüt Janze. Ja, mir geht's gut auf dieser Tour. Ich habe einen heiden Spaß. Also für mich ist es was ganz Besonderes und ich freue mich einfach, dass ich wieder total das Musikerleben genießen kann. Außerhalb der Akkordeonale spiele ich zurzeit Weltmusik mit der Band Dissidenten und ansonsten mit Freunden auch Folkrock, also eher in Rockbands. Also für mich ist auch Völkerverständigung und Musik ist einfach ein verbindendes Glied. Auch selbst wenn man sich nicht verbal nicht so gut unterhalten kann, Musik machen kann man trotzdem zusammen. Und das ist einfach was Schönes. Die Stimmung auf der Tour ist fröhlich, sind alles nette Leute, aber man muss sich auch vorstellen, wir sitzen 24 Stunden fast aufeinander, teilweise auf engstem Raum und das für fast 6 Wochen. Ich würde sagen, allen geht's gut. Der ganze Bus war schon krank, das haben wir jetzt also auch hinter uns, also alle haben sich natürlich gegenseitig angesteckt. Bei den Konzerten hat man zum Glück davon nichts gemerkt, sind ja alles Profis. Ja. Es macht allen Spaß. Wir haben ein sehr spannendes Programm wieder, eine total wilde Mischung, sehr unterschiedliche Leute. Coole 7. Akkordeonale. Thank you.
Die Tour ist bis jetzt anstrengend, aber schön, weil alle sich irgendwie gefunden haben und wir können gut miteinander und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Meine Lieblingsmomente auf der Tour sind immer an dem Moment, wo ich merke, dass sich alle gefunden haben. Wenn zum Beispiel Leute zusammen was unternehmen, da brauche ich gar nicht daran beteiligt zu sein, aber das freut mich zu sehen, dass es gut geht. Und zweitens ist es, wenn zum Beispiel auf der Bühne auf einmal die Stücke gut gehen, weil man dann die Musik voneinander akzeptiert hat. Ich mache auf dieser wunderschönen Produktion den Ton und bringe die wunderhübschen Künstler von A nach B mit einem schönen VW Crafter, 9-Sitzer, schwarz, schön, nicht schnell genug, aber schön. Was ist das Besondere am Akkordeon? Es ist leise. Man kann endlich mal mischen, man muss nicht Leute beschützen. Beim Punkrock ist es eher, da kommt der viel zu laute Gitarrist, er sitzt vor seinem Gitarrenamp, möglichst nur einen halben Meter weiter weg, sagt, hör mich nicht, mach mich lauter. Vor ihm werden, sterben die Leute. Ja, und jetzt, das ist ein Konzert, wo ich selber mein Handy auf lautlos mache und mir ich nicht traue, dieses Geräusch zu machen. Nevnichar is Adam Domsa, is as Hilorin Ame, as Kunti Hiri in Erin, August Tormin Show, Exhemet on Concert Team. Fish more on Camp Court shot. There's no BMX shaman to make up a fan. BMX shaman to kill Tori Ella Asma Mahir fan. No, Glason no Orishi exula. On Camp Court shot time, X shaman to kill Tori Ella. I thought X shaman on Bosca as Artna exula. So this. It wasn't the frula on Kamkurcha Domsa, Agus, Tomic Ben of Anus, Ansultas in our era. Tlolasa in Aliaque Maros is your eating Ninos Ég heiti Sigrún og frá Íslandi og ég fiðlu- og básúnuleikari. Það sem ég verið að gera svona síðustlegin árin að stúdíra suður-ameríska tónlist, aðallega brasilíska tónlist og hef farið þangað tvisvar og eiginlega nýkomin aftur frá Ríó. Thank you.
Name ist Thilo Plesser. Ich komme aus Deutschland und wohne zurzeit in Emmerich, das ist am Niederrhein, nahe der holländischen Grenze. Meine Wurzeln sind eigentlich hier in der Kirche. Ich komme von der Kirchenorgel und vom Klavier und habe dann später den Bajan für mich entdeckt. Ich interessiere mich sehr vielseitig für Musik. Das geht also von Johnny Cash über Fado, Tango bis hin zu moderner zeitgenössischer Musik. Und insofern bin ich begeistert auch davon, die anderen Stücke, die die anderen Musiker mit eingebracht haben, zu spielen, kennenzulernen und dann für mich auch noch was dazuzulernen. Ich komme aus der wunderschönen Stadt Maastricht und der liegt ganz in den Süden von den Niederlanden und geografisch gehört das Ding eigentlich zu Belgien. Aber da ist irgendwas in der Vergangenheit schiefgegangen. Und diese Stadt hat seine Stadtmauer teils noch und an dieser Stadtmauer liegt der Stadtpark. Und ich bin vor langer Zeit mit meiner kleinen Tochter durch diesen Stadtpark gelaufen, morgens auf dem Weg zum Kindergarten. Und nachmittags wieder zurück und dann haben wir da die Enten gefüttert. Und irgendwann standen wir da und dann sind auf einmal 4 Männerente auf ein Mädchenente losgegangen. Und das hat mich dann zum nächsten Stück inspiriert. Und das Stück heißt Fucking Ducks. Die Herausforderung ist es, miteinander Musik zu machen. Das hört sich irgendwie einfach an, dass Musiker miteinander Musik machen können, aber das ist auch wie man mit Leuten Gespräche führt. Mit der einen klappt das, mit der anderen nicht. Und das ist eine große Herausforderung, auf der Bühne ein anständiges Konzert hinzulegen. Túrin hefur gengið mjög vel hingað til núna og það alveg ótrúlega vel hugsað tónlistarfólkið og allt fáránlega vel skipulagt. Og því meira sem ég kynnist fólkinu, því tónlistarfólkinu, því meira kynnist ég þeirra tónlistu hefðum sem frábært. Surfei agus Kristín tá sitt treis kamkort undirhörlega heila agus feila undirhörlega heila agus is deis undirhörlega tá sitt treis tórt linna agus tán. Fyr Poechtorf. Mun suosikkihetket on ehkä ne viimeiset numerot keikalla, kun me soitetaan Häämarssi ja Danza Armenico. Ja siihen se huipentuu se koko keikka. Ja sitten sen jälkeen seuraa massiiviset uploadit, yleisö hurraa ja sitten me kumarretaan ja kaikki on hyvin. Ja sitten aina tulee se encore ja se on loistavaa.
touching music with respect and with attention, then maybe we have the possibility to honor, to have not just play with music, then when music comes to play with us.